Ein Adventmarkt in einem Schloss ist immer was ganz Besonderes. Doch der Weinberger Schlossadvent begeistert die Besucher nicht nur wegen dem einzigartigen Ambiente, sondern vor allem wegen den regionalen Ausstellern, die besonderes Kunsthandwerk anbieten. Besucher wurden vor den Toren des Schlosses standesgemäß begrüßt beim Weinberger Schlossadvent in Käfermarkt. Wir sind schon seit Jahren, das ist, hat schon Tradition, sind wir da engagiert und dürfen halt da unsere Melodien von uns geben. Der Weinberger Schlossadvent ist für seine einzigartige und besinnliche Stimmung über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Im Freien vor dem Schloss, im Schlosshof, in den Ausstellungsräumen und Gewölben der Vorburg sowie in den Prunkräumen des Hauptschlosses boten zahlreiche Aussteller ihr traditionelles Handwerk an. Wir legen ganz einen großen Wert auf echtes Kunsthandwerk, auf auch die Tradition. Das heißt, Kunsthandwerk, das da im Mühlviertel ansässig ist und urtümlich ist. Wir haben ganz viele Kunsthandwerker hier mit lebenden Werkstätten bei uns im Haus. Von den 118 Ausstellern, die wir heuer beim 27. Weinberger Schlossadvent haben, ist ungefähr ein Drittel jene, die direkt das lebendige Kunsthandwerk vor Ort auch herzeigen. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich's Christkind kommt bald. Ich finde das wunderschön, das Kunsthandwerk. Mir gefällt es. Ja, ich glaube, Kunsthandwerk ist mit Wenn noch und sehr verbunden, weil es ja früher die ganzen Geschenke gebastelt worden sind und eigentlich der Ursprung herkommt. Heutzutage wird lauter so Plastik-Kriegskram gekauft und das Ursprüngliche fehlt eigentlich. Kunsthandwerk gibt es noch einmal und nicht überall das Gleiche. Wir sind schon bei Käseständen vorbeigegangen, bei Ständen, wo es Maroni verkaufen. Bei Ausstellungen, Teppiche haben wir gesehen. Ja, und Handschuhe und Socken. Da waren wir bei den Kepler-Planeten. Da verkaufen sie so Schokolade und solche Magnete. Wir sind bei der Hinterglasmalerei vorbeigegangen, haben auch ein bisschen geschaut. Untermalt wurde der Weinberger Schlossadvent von regionalen Gruppen, die traditionelle Musik zum Besten gaben. Darunter die Hartl-Musi und der Rheinbacher Dreigesang. Das waren sie, die Einblicke in den Weinberger Schlossadvent und abschließend noch ein kurzer Ausblick über Käfermarkt mit den Klängen der Jagdhornbläser.